Was geht ab, Leute? Willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video zeige ich dir nämlich, wie du momentan sehr, sehr viel Geld in GTA 5 online machen kannst. Und zwar habe ich heute eine richtig heftige Geldmethode, bei der du 1 Million Dollar pro Stunde verdienen kannst. Das Ganze klappt auf jeden Fall in der aktuellen Eventwoche und danach kriegst du halt die Hälfte. Allerdings ist das Ganze trotzdem richtig, richtig viel Geld und ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, um das Ganze nicht zu verpassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, falls dir gefällt, dann zeig es mir unbedingt mit deinem Daumen nach oben und lass auf jeden Fall ein Abo da, falls dir gefällt, denn dann verpasst du kein weiteres Video. Aber jetzt würde ich sagen, wir kommen direkt zum eigentlichen Video. Also lehnt euch einfach zurück und gönnt euch dieses Video, Leute. Und ganz kurz an die Leute, die aktuell wenig Geld für GTA 5 online haben. Ihr könnt auf jeden Fall bei meinem Partner Loot4Games vorbeischauen. Dort findet ihr nämlich günstiges Geld für jede Plattform und zu 100% sichere Unlock All Accounts. Und außerdem läuft wie immer die Aktion, wenn ihr euch irgendetwas über meinen Link bestellt, dann haben 4 Leute von euch die Chance beim Gewinnspiel teilzunehmen und dann bekommen auf jeden Fall 4 Leute von euch eine 50 Euro Guthabenkarte für Loot4Games geschenkt. Der Link befindet sich wie gesagt in der Videobeschreibung, wir kommen aber direkt zum eigentlichen Video. So Leute, wie in jeder Woche gibt es natürlich ein neues Zeitrennen, ihr seht es gerade im Hintergrund und dieses nennt sich eben Tongva Rally und wir haben hier eine Zeitvorgabe von 58 Sekunden. Und ich muss wirklich sagen, Freunde, ich empfehle euch nicht, dass ihr dieses Zeitrennen spielt. Ich habe hier nämlich das Ganze 6 bis 7 Mal versucht, allerdings wirklich kurz vor dem Ziel habe ich das Ganze nicht hinbekommen und ist es wirklich sehr, sehr schwer, Freunde. Also ich kann euch als Tipp geben, dass ihr die ganze Zeit versuchen sollt, fette Wheelies zu ziehen, denn somit seid ihr eben viel schneller. Allerdings habe ich es trotzdem nicht hinbekommen, Freunde. Ohne Unfall, ohne nichts habe ich das Ganze vollendet und es ist einfach sehr, sehr schwer. Denn ihr müsst die Kurven so eng nehmen, wie es nur geht. Und für die Leute, die sich damit auskennen, ihr könnt das Ganze spielen. Aber für alle Leute, die davon keine Ahnung haben bzw. nicht so gut sind im Motorradfahren, für die Leute empfehle ich das zu 0,0% und es ist einfach eine reine Zeitverschwendung, Freunde. Also wie gesagt, ihr könnt es machen, aber ich empfehle es euch nicht. Wir kommen aber direkt jetzt zur richtigen Geldmethode, von der ihr auf jeden Fall jetzt Bescheid wissen müsst. Und zwar gibt es momentan doppeltes Geld und doppelte RP auf die ganzen Spezialfrachtverkäufer. Und das ist wirklich eins der besten Businesses, die ihr machen könnt, um viel Geld zu bekommen. Ich habe auf jeden Fall ein Video hochgeladen, wo ich euch zeige, welches Business das beste ist, um Geld zu verdienen. Das Ganze habe ich euch oben rechts auf jeden Fall in der Infokarte verlinkt. Und das CEO-Business war ganz klar auf Platz 2. Und ihr macht hier wirklich, wenn ihr das Ganze gut anstellt, 1 Million Dollar pro Stunde. Und das ist wirklich kein Scherz oder so. So, und um mit den ganzen CEO-Missionen anzufangen, braucht ihr zuerst ein Büro und diese kosten unterschiedlich viel Geld, Freunde. Aber ich gebe euch jetzt auf jeden Fall einen Tipp. Und zwar solltet ihr euch nicht das teuerste holen im Macebank Tower, denn im Prinzip bezahlt ihr einfach für die Location. Denn jedes einzelne Büro hat im Prinzip die gleiche Nutzung und deswegen kauft euch nicht das teuerste, sondern eher ein billigeres, falls ihr momentan nicht so viel Geld habt. Wenn ihr hier drinnen ankommen seid, dann geht ihr zuerst an den PC und hier könnt ihr sehen, dass es verschiedene Lagerhäuser gibt. Ich empfehle euch auf jeden Fall, dass ihr euch einen großen holt, denn somit könnt ihr mehr Geld verdienen. Und außerdem wäre es auch gut, wenn ihr 2 Lagerhäuser habt, denn dann hättet ihr später kein Zeitlimit und ihr könntet in einer kürzeren Zeit mehr Geld verdienen. Falls ihr eben Geld habt, dann kauft euch ein 2. Lagerhaus, aber ansonsten ist es auch nicht schlimm, Freunde. Ich werde euch aber jetzt zeigen, mit welcher Methode ihr hierbei am schnellsten Geld verdient. Es gibt jetzt nämlich die Methode, dass ihr eine Kiste sammelt, 2 Kisten oder 3 Kisten für 18.000 GTA-Dollar. Und die Methode mit 3 Kisten ist auf jeden Fall die teuerste, allerdings lohnt es sich am meisten. Denn beim großen Lagerhaus müssen wir 111 Kisten sammeln und wenn wir pro Mission halt 3 sammeln, dann können wir halt in einer kürzeren Zeit die Lagerhäuser verkaufen und somit eben schneller Geld verdienen. So Leute, wenn ihr die Mission gestartet habt, um Vorräte zu beschaffen, dann gibt es jetzt mehrere Varianten, die ihr nutzen könnt. Und zwar für alle Anfänger unter euch, die nicht so viel Geld haben, euch empfehle ich, dass ihr einen Buzzard-Kampfhelikopter nutzt und dafür müsst ihr ganz einfach aus dem Büro rauslaufen und dann könnt ihr euch über das CEO-Menü einen Buzzard anfordern.
Und falls ihr eben jetzt schon einen gekauft habt, dann könnt ihr diesen immer über das Interaktionsmenü kostenlos anfordern. Ansonsten bezahlt ihr, glaube ich, pro Buzzer 20.000 Dollar und das ist schon ein bisschen teuer, Freunde. Und in meinem Fall mache ich das Ganze mit dem Oppressor Mark II, denn somit funktioniert das Ganze am entspanntesten und ist es wirklich am besten, meiner Meinung nach. So, in meinem Fall musste ich auf jeden Fall hier das Auto klauen, denn dort waren die Vorräte drin. Und damit fahre ich auf jeden Fall jetzt zum Lagerhaus. Wenn ihr hier angekommen seid, dann habt ihr auf jeden Fall diese Mission bestanden. Und ich brauchte dafür circa 4 Minuten, Freunde. Wenn ihr das Ganze wirklich mit einem Helikopter oder mit dem Oppressor macht, dann geht das Ganze im Prinzip sehr, sehr schnell. Es gibt aber auch Missionen, bei denen ihr 3 einzelne Päckchen sammeln müsst und dafür bräuchtet ihr dann 7 bis 8 Minuten. Also durchschnittlich braucht man für diese Missionen 5 Minuten, würde ich sagen. Und ja, Freunde, wir werden das Ganze auf jeden Fall am Ende ausrechnen, wie viel Geld wir genau hierbei bekommen. Und jetzt gibt es halt die Variante, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Und zwar fahrt jetzt wieder in eurem Büro rein und startet die nächste Mission. Hier gibt es leider ein Zeitlimit, das heißt, ihr müsst eine Zeit lang warten, bis ihr halt die nächste Mission starten könnt. Allerdings, wenn ihr halt ein zweites Lagerhaus habt, dann könnt ihr die Mission beim zweiten Lagerhaus starten und dann habt ihr kein Zeitlimit. Aber es gibt jetzt auch eine zweite Variante. Wenn ihr nämlich in der Nähe einen Terabyte habt, dann könnt ihr dort ganz einfach rein, ihr bekommt keine Cutscene oder so. Und jetzt könnt ihr hier drinnen ganz einfach auf Spezialfracht gehen und eine Mission starten. Hier wählen wir nämlich 3 Kisten aus und dann sehen wir die 2 Lagerhäuser und in meinem Fall war hier ein Zeitlimit von 2 Minuten und 50 Sekunden. Aber wie gesagt, falls ihr ein zweites Lagerhaus habt, dann könnt ihr die Mission direkt beim zweiten starten. Und kurz am Rande, falls ihr eine Spielhalle besitzt und dann hier auch so ein Terminal, dann funktioniert das Ganze im Prinzip auch schnell. Und zwar könnt ihr hier dann ganz einfach auf die ganzen Spezialfrachten gehen und die auch darüber kaufen. Und somit gibt es eben 3 Varianten, die ihr nutzen könnt. Und wie gesagt, Freunde, ihr könnt hier einen Buzzard benutzen oder einen Oppressor Mark II. Mit beiden funktioniert das Ganze sehr, sehr schnell und in diesem Fall nutze ich hier diesen Buzzard. So, und mit diesem Buzzard fliegen wir jetzt ganz einfach auch zu der markierten Location. Hier befindet sich nämlich ein Auto und damit fahre ich ganz einfach zu meinem Lagerhaus und somit hatte ich das Ganze abgeliefert und jetzt ist das Lagerhaus auf jeden Fall komplett voll mit 111 Kisten. Und das Ganze können wir theoretisch direkt verkaufen, Freunde. Ihr könnt gerade im Hintergrund sehen, dass es noch unten besondere Gegenstände gibt, die sich hier bei mir befinden. Für die bekommt ihr nämlich mehr Geld und diese haben bei mir einen Wert von 920.000 Dollar. Und wenn ich halt alles zusammen verkaufe, also die 107 Kisten, die ich halt habe, dann bekommen wir dafür 4.173.000 GTA Dollar. Und ich werde euch gleich vorrechnen, wie lange man dafür braucht, beziehungsweise wie viel man genau pro Stunde damit verdienen kann. Jedenfalls sind diese Missionen jetzt unterschiedlich. So, und ich gebe euch den Tipp, dass ihr diese Verkaufsmissionen in einer Solo-Open-Lobby durchführt, denn somit funktioniert das Ganze viel einfacher. Es ist zwar so, dass ihr in einer öffentlichen Lobby mit vielen Spielern einen Bonus von ca. 400.000 Dollar bekommt, allerdings ist dort das Risiko sehr, sehr hoch, dass andere Spieler abfacken werden und euch einfach zerstören werden, Freunde. Und dann habt ihr gar nichts von eurem Geld. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr schnell die Anwendung schließen bzw. GTA 5 neu starten. Und dann sollte die Ware eigentlich noch da sein. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann macht einfach den Solo Open Lobby Trick. Dafür geht ihr nämlich in die Netzwerkeinstellungen auf Benutzer definiert und dann klickt ihr euch durch bis zu den MTO Einstellungen und diese müsst ihr nämlich ändern von 1500 auf 800 bis 900 irgendeinen Wert dazwischen, wie zum Beispiel 850 und dann seid ihr, wenn ihr das nächste Mal eine öffentliche Lobby sucht, komplett alleine hier drin und genau das ist eben das Geile an diesem Trick. So, und in meinem Fall musste ich hier zu einem Boot hin und dieses war wirklich sehr, sehr langsam, Freunde. Allerdings war diese Mission auch richtig einfach, denn mit diesem Boot musste ich ganz einfach zum Übergabeort ganz einfach hin und dann war diese Mission auch schon abgeschlossen. Und für diese Verkaufsmission brauchte ich ca. 8 Minuten, aber hier sind wir großzügig und wir sagen, dass wir hier für 15 Minuten brauchen, denn es gibt auch längere Verkaufsmissionen, die etwas mehr Zeit
in Anspruch nehmen. Aber Leute, hierfür habe ich jetzt ganz einfach 4.173.000 GTA-Dollar bekommen. Und das ist wirklich ziemlich heftig. Und wie gesagt, das liegt halt daran, weil wir momentan darauf doppeltes Geld und doppelte RP haben. Aber ansonsten könnt ihr auch wirklich sehr, sehr gut mit diesem Business verdienen. So, und jetzt komme ich auf jeden Fall zu meiner Rechnung, wie ihr diese 1 Million Dollar pro Stunde verdienen könnt. Und zwar rechne ich hier so, dass wir 2 Lagerhäuser besitzen und das Ganze halt immer mit einem Oppressor Mark II oder mit einem Buzzard machen. Wir kaufen ja immer die Dreierkisten und somit machen wir pro Stunde 36 Kisten, da wir für so eine Mission im Durchschnitt 5 Minuten brauchen. Und somit machen wir in 3 Stunden und 5 Minuten 111 Kisten voll und wir brauchen ungefähr 15 Minuten für den Verkauf und das sind dann insgesamt 3 Stunden und 20 Minuten, die wir für dieses komplette Lagerhaus benötigen. Und wenn wir jetzt das Geld von den ganzen Vorräten abziehen, also 660.000 Dollar brauchten wir immer, um diese 3 Kisten zu beschaffen. Wenn wir das Ganze jetzt von dem kompletten Gewinn abziehen, dann haben wir einen Restgewinn von 3.513.000 GTA-Dollar. So, und wie gesagt, dafür brauchen wir mehr als 3 Stunden und somit machen wir pro Stunde 932.000 GTA-Dollar. Aber Freunde, wir wollen natürlich unsere Millionen die Stunde haben. Und dafür gibt es, wie gesagt, verschiedene Methoden, die wir nutzen können. Momentan ist auf jeden Fall das Nachtclub im Angebot, wie ich euch im Video oben rechts gesagt habe. Und dort machen wir halt passives Geld. Das heißt, wenn wir im Hintergrund das Nachtclub oder zum Beispiel Biker-Businesses laufen haben, beim Nachtclub ist nämlich hier so, dass die ganzen Arbeiter für unsere Sachen einlagern und nebenbei werden wir auf jeden Fall immer Tageseinnahmen bekommen und mit denen machen wir auf jeden Fall pro Stunde insgesamt auch mehr als 70.000 Dollar und somit haben wir einen insgesamt Gewinn pro Stunde von mehr als 1 Million GTA-Dollar und das ist wirklich richtig heftig. Und aus diesem Grund würde ich euch noch richtig empfehlen, diese Eventwoche auszunutzen, solange sie halt verfügbar ist. Denn ab Donnerstag startet schon die neue Eventwoche und dann haben wir keinen Geldbonus mehr auf die ganzen Spezialfrachten. Aber wie gesagt, Freunde, die Spezialfrachten sind wirklich eins der besten Sachen, die man so machen kann, um Geld zu verdienen. Und mit doppeltem Geld lohnt sich das Ganze gleich zweimal so viel. Freunde, aber im Prinzip war das jetzt auf jeden Fall die komplette Geldmethode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Aber in diesem Sinne will ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.